So sah sie aus, die Staatskunst der DDR. Sozialistischer Realismus von Sitte und Heisig. Millionenfach abgedruckt, hier nur in Briefmarkengröße. Denn hier geht es um die Gegenstimmen der DDR-Kunst. So eine Stimme erhob bis 1980 der Dresdner Reinhard Stangl. Dann veranlasste Erich Mielke persönlich seine Ausreise. Kunst schien gefährlich für den Staat, ihr kritisches Potenzial grenzenlos. Eine leere Ölsardinenbüchse, die war schon Politikum, weil sie sagte aus, es gibt keine Ölsardinen. Nicht? Solche Bilder wurden dann vom Staat abgehangen. Da lag natürlich auch die große Gefahr in der DDR, dass man einfach wusste, wie die anderen reagieren. Mit leichten Anspielungen konnte man schon den ganzen Staatsapparat in Unruhe versetzen. Und das hat manchmal gar nicht so viel mit Kunst zu tun gehabt. Selbst im Westen blieben die Kunstfreunde im Osten wichtig für Stangl. Er und der später ausgereiste Hans Scheib porträtierten sich gegenseitig in Holz. Mit im Gespräch die in der DDR gebliebenen Künstler. Ihre Werke und ihr Hadern zeigt die Schau. Schon wer schwieg, konnte zur Gegenstimme werden, wie Gabriele Stötzer. Sie protestierte gegen die Biermann-Ausweisung und kam ins Gefängnis Hoheneck. Bilder wie Mann mit Mauer durften nicht gezeigt werden. Umso mehr reizte das Tabu. Wie schwer sich die Offiziellen mit allem Zweideutigen taten, zeigen diese morbiden Bodenskulpturen. Sie durften den Treptower Park nicht lange schmücken. Was fehlte, war die Schuldzuweisung in Richtung Westen. Also alles unfrei oder traurig im Osten? Nicht ganz. Richtig Spaß macht noch heute die Installation von Reinhard Zapka. 1985 konnte sie nur in Kirchen gezeigt werden. 35.000 Besucher kamen und lachten über das ewige Geklingel der Staatspropaganda. So eine Arbeit heilsamen Blödsinns ist bis aufs kleinste Detail ein Impulsgeber, um auf die Absurditäten im Alltag der DDR aufmerksam zu machen. Also wir sehen so bewegliche Elemente, die bis ganz an die Grenze gehen, wo man denkt, jetzt bricht eigentlich alles zusammen und dann taumelt es doch irgendwie weiter. Denkanstöße auch für die Gegenwart in einer historisch angelegten Ausstellung. Die Deutsche Gesellschaft zeigt sie bis Ende September im Martin-Gropius-Bau Berlin.